Hallo und willkommen zurück, liebe Freunde, bei einer weiteren Folge Let's Play Expeditions Viking. Wir sind hier im Wald von Skjern und wir haben die unbekannte Gruppe Reisender gefunden und sie verhört, was sie denn eigentlich hier in diesem Wald wollen. Und dann haben wir herausgefunden, nachdem wir uns in ihrem Lager etwas genauer angeschaut hatten, dass sie von Skule Schädelspalter gesandt worden sein mussten. Das haben wir an den Schilden und den Farben ihrer Kleidung erkannt. Und haben sie darauf angesprochen, woraufhin sie zu den Waffen gegriffen haben. Und ja, wir mussten sie leider bekämpfen. Haben dadurch einige Rohstoffe sammeln können. Naja, gut. So, weiter geht's durch den verschneiten Wald. Auf der Suche nach Bäumen und überall sind hier Blutlachen. Hier liegt ein Toter, sehe ich gerade. Gehen wir nochmal dahin. Schauen wir mal. Er hat eine Axt dabei. Werkaxt nehmen wir. Und noch eine Flachsschleuder, die allerdings mal repariert werden müsste. Lasst mich mal ganz kurz schauen. Hier unten waren wir schon. Lass uns erstmal den großen Platz hier abgucken. Die etwas lichteren Teil des Waldes. A deer. Looks like wolves got her. Poor little creature never stood a chance. It's just an animal. Stay vigilant, lest we end up the same way. Ja, sie unterhalten sich über die Knochen eines Rehs, die wir hier gefunden haben. Bjalfi. Wen haben wir denn da? Ja, wollen wir direkt mit denen sprechen mal? Wo geht's denn hier drüben hin? Da waren wir auch noch... Doch, hier waren wir schon. Glaube ich. Ja, hier ist die Hütte von unserem Onkel, genau. Willst du sagen, dass sich der Boss irrt? Wir suchen jetzt schon seit 3 Wochen wegen einer dummen Vermutung. Wir suchen so lange weiter, wie es der Boss wünscht. Aber wir können nicht mit ihnen reden. Mysterious. So, Kräuter gibt's hier, ein leerer Baumstamm. Kiefernholz, wo hat er das jetzt gefunden? Kiefernholz ist nicht unbedingt die erste Wahl für ein Langschiff, doch es ist kräftig und biegsam. Vielleicht bietet es einen guten Kompromiss, was Geschwindigkeit und Frachtkapazität betrifft. Ist gezeichnet. Und noch eine Gruppe Fremder. Zack, auf geht es in den Kampf. Wir werden niemals aufgeben. Was seid ihr denn für Menschen? Hallo? Und gehören die beiden... Wo waren die jetzt? Die? Gehören die jetzt dazu? Nee. Die sind anders gekleidet. Aufstellungsphase. Das heißt natürlich eigentlich, dass Aslife nach vorne muss. So, Sieglück nach vorne. Resqua bringen wir hier mal in Deckung. Ketil. Oh, hör dir das? Ich habe ein bisschen Hunger. Hab noch gar nicht gefrühstückt. Das muss ich gleich mal nachholen. Nach der Folge natürlich. So, Nefja vor der Schmied. Der kann ja nicht so richtig viel erledigen. Oh, und er scheint auch verletzt zu sein. Das habe ich gar nicht gesehen nach dem letzten Kampf. Und ich habe natürlich aber verpasst, ihm Ausrüstung zu geben. Na gut, Aufstellung beendet. Wir sind demoralisiert und werden direkt angegriffen mit Fäusten und Messern, aber nur. Das ist ja nicht so richtig überzeugend.
Naja, das sollten wir doch sehr schnell hier beenden können, diesen Kampf. Wechsel doch mal auf das Messer. Gift und so weiter brauchen wir nicht, das lohnt sich hier nicht. Wir greifen einfach direkt an. Und hier haben wir doch, haben wir da nicht einen Angriff, der aus direkter Nähe... Nee. Ach, vielleicht war das eine passive Eigenschaft. Aber das reicht ja so auch. Okay. Dann Sieglück hier. Gedeckt von Nefja, die das Ganze mit ihrem neuen Speer unterstützt. Und Aslife macht einen richtig kritischen Schaden. Okay. Dann können wir den einen hier nach Gunnars Vorarbeit auch schon mal rausnehmen. Genau. Ist klar. Und Gunnar kann dann schon mal vorgehen. Gelegenheitsangriff, aber das macht dem Bären ja nichts aus. Sieglück bringen wir mal ganz nach vorne. Okay, und ja, Kettil vielleicht hier in die Deckung und dann reicht das auch so. Wir werden nochmal demoralisiert. Okay. Taktische Bewegung, ja. Kommt Thorfinn dahin? Das kann er also sogar mit Sturmangriff. Und zack. Okay, Nefja. Und das reicht dann auch schon, ne? Jawohl. Auch den Kampf haben wir erfolgreich gewonnen. Mit weniger Gegenwehr als eben, wie mir scheint. Ach, er hat eine leichte Verbrennung. Ja, das habe ich übersehen, tatsächlich. Kettil tippt einen der Toten mit dem Stiefel an. Ich kenne diesen Mann, das ist einer deiner Sklaven. Ich habe ihn in der Nähe deines Langhauses gesehen. Ich glaube sogar, dass sie alle deine Sklaven sind. Sie müssen während des Raubzugs abgehauen sein. Ein paar von ihnen leben noch. Sie haben sich die Freiheit verdient. Lass sie gehen. Verdient? Fragt Aslife. Etwas verdienen kann man sich nur durch harte Arbeit oder das Gewinnen von Kämpfen. Versuchen und Versagen ist nichts, was einen zum freien Mann macht. Pah! Sie waren miserabel ausgerüstet und ungeübt und dennoch haben sie gekämpft. Sie haben sich der Freiheit würdig erwiesen. Nichts ist gefährlicher als ein wagemütiger Sklave, das stimmt schon, ne? Also freilassen würde ich sie jetzt, glaube ich, nicht. Das würde anderen Sklaven als Vorbild dienen, sozusagen, ihnen es nachzutun. Und gefangen nehmen führt zu Unmut, den die dann verbreiten. Nein, wir... Ja. Das ist moralisch jetzt nicht so schön, aber ich glaube, aus dieser Machtposition, aus der wir das heraus entscheiden müssen, aus der Position, unsere Herrschaft festigen zu müssen. Und als Wikinger werden wir mal sie töten. Moral von Gunnar ist gesunken, aber wir haben 3 Fertigkeitspunkte erhalten. Schau nochmal, ob sie irgendwas bei sich hatten. Kork. Einen Topf. Okay, jetzt lasst mich mal ganz kurz, bevor das noch weitergeht. Wir geben Thorfinn mal eine Werkaxt. Nein, wir können ihm gar nichts geben. Okay. Okay, ich verstehe. Nefja könnte den Schild nur benutzen, wenn sie das Speer, den Speer nicht benutzt. Gleiches gilt wohl auch für die Bogenschützen. Na egal. So, Weidenbogen, Schaden 3 bis 6.
Birkenbogen ist deutlich besser, dann kriegt er den. Und können wir ihr dann den anderen Bogen geben? Das sehen wir natürlich wieder hier. Bogen ist nicht gelevelt. Schleuder ist Stufe 1 gelevelt. Gehen wir mal direkt mal auf Stufe 2. Okay. Hanfschleuder 3 bis 6. Geben wir mal die Flachsschleuder, die scheinen mal ein bisschen besser zu sein. Und Kurzsachs, ja, das lassen wir so. Alles klar, und weiter geht's. Ich wollte ja eigentlich dem Schmied halt ein Schwert geben, aber wenn das nicht geht, kann man hier noch irgendwas einsammeln? Nein. Dann, hier waren wir doch schon, ne? Nee, offensichtlich nicht. Sieh mal, wie Kerzen gerade der Stamm dieser Esche gewachsen ist. Aus stabilem und schwerem Holz wie diesem kann man imposante Schiffe bauen, die auch reichlich Stauraum für Fracht bieten. Ausgezeichnet. Ah ja, hier ist es noch dunkel, hier waren wir noch nicht. So, hier ist eine Wegmarke, das heißt, da geht's raus aus dem Wald, aber wir wollen nicht raus. Irgendwo waren wir jetzt noch nicht. Wo ist denn der Marker? Wo führt der uns hin? Da. Da waren wir noch nicht. Lass mich mal kurz die Umgebungskarte anschauen. Ja, tatsächlich. Hier müssen wir hin und dann da rein. Da waren wir noch nicht. Also, erstmal zu unserer Truppe. Dann hier in die Mitte rein. Und dann hier hoch. Genau, hier bei dem Feuer. Da waren wir noch nicht. Ab zu dem Feuer, mal gucken. Eine alte Feuerstelle, die scheinbar lange ungenutzt ist. Aha. Hier ist noch ein Baum. Eine wunderschöne Eiche. Hier gibt es gerade genug Holz, um ein massives, imposantes Schiff daraus zu bauen. Okay, dann haben wir scheinbar jetzt alle Bäume gefunden. So, hier ist der Brunnen, von dem der Sklave spricht. Bärenkrallenschmuck. Sieht sehr alt aus, ist aber wertlos. 600 Preziosen, das ist gut. Und ein Breitschwert, das nehmen wir. Du hiefst ein halb verrottetes Fellbündel aus dem Brunnenschacht. Als du es aufschneidest, fällt sein Inhalt auf den mit trockenem Laub bedeckten Boden. Nicht viel dafür, aber wertvoller Schmuck und ein Schwert, das seine besten Tage bereits hinter sich hat. Als du die Hälfte der Wertsachen begutachtet hast, oh, entdeckst du das unverkennbare Geräusch vieler stramm durch das gefrorene Unterholz marschierender Stiefel. Eine Gruppe verlottert aussehender Kerle kommt aus dem Wald. Alle sind sichtbar bewaffnet, sie haben die Waffen allerdings nicht gezogen. Der vorderste Mann bellt einen groben Befehl. Runulf heißt er. Also gut, der Kram gehört uns. Rück ihn raus, dann bekommst du keinen Ärger. Ihr müsst die ehemalige Bande des Mannes sein, der uns hierher geschickt hat. Wir suchen die Stelle, an der dieses Arschloch damals seine Beute versteckt hat. Schon seit er geschnappt worden ist. Wir hätten nicht gedacht, dass er jemand wie dich überreden könnte, den Kram für ihn zu holen. Was ist denn nun? Willst du Ärger machen oder was? Ja, ja, ja. Schwierig. Wollen wir jetzt kämpfen oder nicht? Gegen diese Räuber. Sind es Räuber? Ja. Ich brauche nur die Kralle. Oder das gehört euch nicht. Aber war schon ordentlich Geld jetzt drin, ne? Also, das gehört euch nicht. Wenn es dich stört, dann komm doch her und hol es dir. Der Anführer der Bande fletscht die Zähne wie ein Hund. Du bist also auf Ärger aus. Und once again,
ein Kampf um Leben und Tod, beziehungsweise um einen kleinen Schatz, den wir hier geborgen haben, im Auftrag eines ehemaligen Sklaven. Ja, ich gucke gerade nach den Positionierungen, aber ich meine, wir könnten halt nochmal ganz rangehen. Oh no, Gunnar ist in eine Falle gelaufen. So, dann bringen wir Aslife da nochmal ran. Der kann dann, ach nee, er ist nicht in eine Falle gelaufen, sondern in die Brombeeren. Eieiei. Ah ja. So, verlagern wir uns hier ein bisschen und der Schmied kann hier in die Mitte mitkommen. Dann haben wir die Aufstellung beendet. Und der zieht sich aber zurück. Kritischer Treffer, der aber durch das Schild abgefangen wurde. Durch den Schild. Oh Herrgott, ich sage immer das Schild. Was? Schrecklich. Ablenkungsschlag. Geht das? Was geht? Ging leider der erste Schlag komplett auf den Schild. Der zweite Schlag hat ordentlich was bewirkt. Neffia aus der zweiten Reihe. sie beendet das. Wir schicken den Schmied mal mit Sturmangriff hier ran. Ja, halbwegs Schaden gemacht, das ist okay. Und dann bringen wir Röskwa, die Schwarze, hier ran. Die soll mal ihre Schleuder einsetzen. Zack, aus der Entfernung trifft sie auch. Ausgezeichnet, und wir haben es ja auch hochgelevelt. Und dann bringen wir Cathiel noch rüber, der kann das hier beenden. Zack, ausgezeichnet. So, dann können wir nämlich... Ja, wir greifen mit Aslife da an und machen dann hier einen Sturmangriff mit Sieglöck. Und dann haben wir jetzt nur noch zwei Gegner. Kann man eigentlich diesen... den Bogenschützen oder so? Ja. Ne, drei Gegner noch. Aber das habe ich ja gar nicht gesehen. Mal gucken, weil hier hängt ein Bienenstock. Den kann man abschießen und einsetzen im Kampf. Wie cool ist das denn? Oh, Gunnar. Gunnar hat ordentlich was abgekriegt. Ja, Sieglöck, machen wir mal einen Sturmangriff hier auf den Bogenschützen. 59, ja, naja. Hätte auch besser sein können. Aslife muss ich mal hier drüben um den Anführer kümmern. Kriegt nochmal einen vollen Schlag auf seinen Schild. Wir versuchen nochmal einen Sturmangriff mit dem Bootsbauer. Glaube ich vorhin irgendwie gesagt, der Schmied, aber das ist er ja gar nicht. Und Neffia erledigt den Job wieder. So, jetzt müssen wir aber mit Cathiel zusehen. Hoffentlich können wir von da aus dahin schießen. Nein, klappt natürlich nicht. Das wird leider nichts und Gunnar bringen wir dann hier hinten mal in Deckung, in der Hoffnung, dass er nicht nochmal getroffen wird von den Bogenschützen. Schießt scheinbar auf Cathiel. Ja, trifft Cathiel auch. So, Sieglöck. Angriff. Reicht immer noch nicht ganz.
reicht immer noch nicht ganz. Wir bringen Röskwa mal in Wurfreichweite. Jawohl. Das schafft sie. Ausgezeichnet. Ketil kann hier mal den feindlichen Bogenschützen beschießen. Und wir schicken wieder Nefja, um das Ganze zu beenden. Ja, mit ihrem Speer ist sie da irgendwie ziemlich gut drin. Ein weiterer Sieg gegen diese Räuberbande hier. Mann, ein Kampf nach dem anderen. Ja, Thorfinn hat immer noch einen verbrannten Arm und Asleifs Schild ist etwas beschädigt. Müssten wir bei Gelegenheit mal reparieren, aber erstmal plündern wir diese Räuber. Blutzapfer. Eine Schleuder. Okay. Und mal gucken, ob wir die Röskwa ausrüsten können. Preziosen. Met. Gibt's hier hinten noch was? Bevor wir weitergehen, schauen wir hier nochmal. Da ist nichts drin. Da auch nicht. Okay, dann gehen wir vor und kurz ins Inventar. Röskwa soll den Blutzapfer bekommen. Und Asleif kriegt mal Met. Ja, ausgezeichnet. Wie sieht's denn aus mit Verbesserungspunkten? Genau, haben sie nämlich wieder welche. So, das können wir nicht verbessern. Wir könnten... Ach so, Sturmangriff hat Asleif schon. Ausweichen geben wir ihm mal, halbiert die Chance auf kritische Treffer durch Feinde. Wie sieht's denn bei unserem Bogenschützen aus? Das hat er, Blöße vorhersehen braucht er jetzt nicht unbedingt. Heilung hat er gelevelt. Ja, Konstitution ist doch ganz gut. Auskundschaften. Das sind jetzt halt so Lagereigenschaften, also Fähigkeiten. Er ist der Jäger. Vielleicht kann er auch Kochen leveln und Auskundschaften passt auch ganz gut zum Jäger. Okay, Asleif haben wir. Speer und Messer ist hier voll gelevelt. Tritt ergibt keinen Sinn. Sturmangriff für Nefja. Dann haben wir da auch keine Punkte über. Hier haben wir 2 Punkte. Pökeln und Kochen hat sie momentan. Auskundschaften. Nee, das ist alles nicht das Richtige. Gibt's hier noch was für 2 Punkte? Nee, 3-3-3, okay. Hier könnte sie auch mal was erlernen. Das reicht aber natürlich jetzt auch nicht. Ja, nee, dann lassen wir das mal. Ihn können wir nicht leveln. Wie sieht's mit Gunnar aus? Gunnar könnte mal diese Verpönen-Sache verspotten. Zwingt das Ziel, sich mit seiner vollen Bewegungsreichweite in Richtung des Anwenders zu bewegen. Das ist eigentlich ziemlich cool, dann kann man so Bogenschützen oder so reinziehen, ne, in so eine Falle. So, er kann mal pökeln lernen von mir aus. Und Sieglück hat noch gar nicht Konstitution, dann kriegt sie das. Und Diplomatie kriegt sie auch die nächste Stufe. Ausgezeichnet, dann haben wir unsere Leute gelevelt und dann können wir jetzt endlich mal... Hä? Gib den Sklaven das zurück. Ja, aber... Huch. Ich wollte zum Questbuch.
Lasst mich nochmal kurz gucken. Sprich mit Thorfinn und die Kralle. Okay, dann machen wir noch schnell die Kralle. Und dann gehen wir zurück nach Skjern, würde ich sagen. So, wir müssen zu Erlingshof. Sicherheit hoch. Ja, reisen wir jetzt in das Lager. Wir machen das mal, weil wir ja naja, ihr erinnert euch. Weil wir Fallen bauen müssen. Ja. Auch wenn uns das 12 Stunden Zeit kostet. Aber wir machen das. Damit wir unserem Onkel helfen können. So, Thorfinn ist wieder dabei. Hä? Ich habe doch gesagt, dass wir in das Lager ziehen wollen. Das verstehe ich jetzt nicht, warum wir... Hier zurück im Wald. Habe ich da was Falsches ausgewählt? Nee, ich habe doch das... Ach, ich habe Gebiet betreten gedrückt, ne? Ja, so geht's natürlich. Ach Mensch. So. Auf ins Lager. Bitte. Bitte jetzt. Jetzt aber bitte. Okay. Das scheint alles noch so eingerichtet zu sein, wie das war. Tüfteln. Wir wollen... Aha, für die Netzfalle brauchen wir mehr Öl und Seile. Für die Fallgrube mehr Stäbe. Barrikaden, Met, Fackeln, nee, das... Er kann einen Wasserschlauch herstellen. Müssen wir eigentlich Thorfinn noch heilen, ist die Frage. So, wie viele Fälle haben wir? 15. Kann sie auch alles reparieren? Ja, aber dafür haben wir nicht genug Rohmaterial. Also die Dänenaxt, den Kiefernschild und den Helm können wir reparieren. Ja, dann kann sie denn nicht zweimal? Nee, wurde bereits. Okay. Na gut. Und Thorfinn ist zwar dabei, aber den können wir auch nicht heilen. Oh, das ist ja ärgerlich, ne? Kann sie noch pökeln? Fleisch haltbar machen, ja. Logischerweise. Ja, okay, dann machen wir das jetzt so. Naja. Als das Abendessen fertig ist, nimmt sich Asleif einen großen Schöpflöffel-Eintopf und setzt sich neben Röskva. Der Krieger scheint in einer ungewöhnlich guten Stimmung zu sein. Röskva, ist es wahr, dass deine Lehrmeisterin eine Wallraven ist? Keine Ahnung, kann schon sein. Aber du hast mit ihr zusammengelebt, oder? Röskva nickt, ohne von ihrer Schüssel aufzublicken.
Hast du nie gesehen, dass sie sich in einen Raben verwandelt hat und nachts herumgeflogen ist? Die junge Hexe starrt einen Moment lang stumm in die Ferne, bevor sie antwortet. Einmal bin ich aufgewacht von einem Flattern. Sie schaut Aslaif mit einem Funkeln in den Augen an. Ich war mir sicher, dass es aus dem Inneren des Hauses gekommen ist. Aber als ich eine Kerze angezündet hatte, war da kein Vogel. Und Hulda war auch nicht in ihrem Bett. Die junge Hexe zuckt mit den Achseln und wendet sich wieder ihrem Essen zu. Als ich morgens aufgewacht bin, war sie wieder da, schlafend wie immer. Damit ist es also geklärt. Sie ist ein Wallraven. Damit soll es geklärt sein, sagt Nefja. Das muss ein Albtraum gewesen sein. Vielleicht war die Alte auch nur pissen und draußen flog gerade ein Vogel herum und hat das Mädchen aufgeweckt. Glaub doch, was du willst. Die Alte hat schon immer den Eindruck gemacht, ein Gestaltwandler zu sein. Und Röskvas Geschichte reicht aus, um mich zu überzeugen. Wie siehst du das, Sieglück? Meinst du, Hulda ist ein Gestaltwandler? Tja, Aberglaube passt, glaube ich, jetzt nicht so richtig. Ich denke, Sieglück ist den Göttern treu und sagt, bestimmt ist sie das. Das würde ihr wunderliches Verhalten erklären. Aslaif fühlt sich offensichtlich bestätigt. Genau wie ich sagte. Wir sollten die alte Frau im Auge behalten, wenn wir wieder daheim sind. Wer weiß, was sie getan hat, um sich diesen Fluch zu verdienen. Röskva lächelt in ihren Eintopf. So, wir haben Rationen verbraucht, Fleisch verbraucht, Medizin gefunden und einen Wasserschlauch hergestellt. Haben wir bei der Jagd also nichts gefunden, ne? Na gut, dann ziehen wir jetzt zu Erlings Hof. Und sprechen mit dem Sklaven, oder? Das machen wir aber in der nächsten Folge, liebe Freunde, denn die Zeit ist schon längst rum. Bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und hey do, euer Le Petit Capot.